So, ich habe mir jetzt gerade mal angemacht. Ihr seht, da hinten blinkt es rot. Oh, ich habe die Fernbedienung vergessen. Ich denke mal, das ist rot, weil er gerade von innen erhitzt, damit er hinten dann den Nebel rausschmeißen kann. Ich muss mal die Fernbedienung holen. Hier habe ich eine Küche vergessen. So, jetzt machen wir mal die Fernbedienung an. So, jetzt leuchtet es nicht mehr rot hinten. Und jetzt drücke ich mal auf den Knopf. Habt ihr gesehen? Kommt Wasserdampf hinten raus. So, vor. Hoppala. Zurück. Und wenn man ganz schnell nach vorne macht. So. Ich muss mal gucken, dass ich das ich muss das jetzt mit einer Hand hier filmen. Hoppala. Also lenken kann ich jetzt gerade schlecht, weil ich halt mit einer Hand die Fernbedienung und mit der anderen Hand die Kamera. Das Blinken machen wir mal aus, das nervt. Einfach nur leuchten. Jetzt war ein Automodus drin. Oder ja, Wirbelmodus. Und sehr, sehr schnell. Ja, da kommt er jetzt nicht raus. So, und jetzt nochmal Wirbelmodus. Ich komme ja nicht so schnell hinterher. Oh, jetzt muss ich ihm helfen wahrscheinlich. So, ich musste ihm helfen. So. Jetzt hat er einen Fokus auch wieder, glaube ich, hoffe ich. Kann sein, dass er jetzt eben zwischendurch durch das Hin- und Herfahren den Fokus nicht mehr hatte. Also mit dem Lachen, mit dem hellen mit weißen Zähnen da, finde ich schon ganz cool. Die Farbe, so neongrün-blau, ja, finde ich auch ganz cool. Und das stellt sich nach einer Weile auch automatisch aus. Ich habe es jetzt aber angemacht, ich habe jetzt beide Hände an der Kamera. Macht da Wasserdampf raus. Sieht schon cool aus. Ich wollte eigentlich unten auf die Wiese fahren mit euch. Und Josie sollte Kamera vorsehen. Da, jetzt hat es aufgehört, habt ihr es gesehen? Also ihr braucht auch nicht Angst haben, dass ihr zu viel Feuchtigkeit in der Bude kriegt oder damit es ständig heizt oder so. Das schaltet sich von alleine aus. Ja, aber unten auf der Wiese kann ich ihn leider momentan nicht fahren lassen, weil erst war die ganze Zeit eine Woche lang hier durchgehend Regen und Matsch. Und jetzt ist Schnee, hoher Schnee. Da würde er vielleicht unterm Schnee noch fahren können, aber man würde vom Truck halt nicht viel sehen. Leider. Da blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als ihn in der Wohnung zu fahren. Ein schönes Teil, an sich auch sehr gut verarbeitet alles. Ich habe so ein Manko habe ich bis jetzt, wie gesagt, die Schrauben für die Batteriefächer, ja, die sind klar. Aber das kennen wir ja von allen anderen Geräten auch. Das einzige Manko, was ich halt habe, ist mit dem Akku-Pack, dass das ein bisschen zu dick ist für das Fach, damit man die hätte vielleicht ein bisschen drehen müssen oder so. Oder in dem Fach halt so ein, zwei Millimeter mehr Platz nach oben hingeben sollen, damit da denn da auch vernünftig reingeht, ohne dass man Angst haben muss, beim Rausmachen, dass man die Kabel abruppt oder so. Das ist halt sehr doof gemacht. Aber mal gucken, beim nächsten Modell vielleicht wird es da denn noch ein bisschen besser.
Das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.